Hey Leute, heute mal ein Video zum Thema eigentlich Kommunikation, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, wie das alles zusammenhängt. Und ein praktisches Beispiel, heute zum Beispiel wieder, war ich beim Parkour-Training mit meiner Truppe und halt mal heute bei dem schönen Wetter rausgegangen. Und da kommt es gar nicht so oft, aber immer wieder mal vor, dass natürlich irgendwelche Leute sich aufregen darüber, dass man irgendwo herumturnt an Mauern oder Gehsteigen oder sonst irgendwas, weil die Leute immer das Gefühl haben, das darf man nicht und da macht man was kaputt und jeder will sich halt wichtig machen. Manchmal so hinter vorgehaltener Hand, aber in seltenen Fällen gibt es auch immer wieder Leute, die das auch die Konfrontation suchen sozusagen. Und mir ist da immer ganz wichtig, auch standhaft zu bleiben und nicht gleich wegzulaufen oder wegzugehen und denen Recht zu geben, wenn ich finde, sie haben Recht. Also für mich ein wichtiger Aspekt eben der Selbstbehauptung. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache nichts Unrechtes, dann kann ich auch zu meinen Taten stehen und kann die eben auch verteidigen sozusagen. Und da sollte man einige Sachen auch beachten, weil es kann unter Umständen auch gefährlich werden, je nachdem, mit wem man das zu tun hat. Und in dem Fall haben eben ganz viele Sachen reingespielt wieder, was mir gezeigt hat, wie die ganzen Sachen, die ich unterrichte, aber wo ich auch Ausbildungen gemacht habe, aber auch meine Therapie nutze, wie die ganzen Sachen schön ineinander übergehen. Und zwar war das so, wir sind so eine kleine Asphaltstrecke gekommen, wo alles so Wäscheleinenständer waren aus Metall, aus wirklich robustem Material. Und die haben gesagt, wir sollen versuchen, uns rüber zu hangeln, ohne den Asphalt zu berühren. Und da hängt man sich eben an diese stabilen Stangen dran und versucht sich rüber zu hangeln. Und dann habe ich schon gehört, da von weiter weg, ein älterer Herr, der schon sagt, geht's weg, hört's auf mit dem Blödsinn. Ich habe dann nicht zuerst gleich reagiert und sage, ja, wir gehen da nicht weiter. Und da hat er gesagt, sofort aufhören. Und was mich notieren, dann habe ich den Spinn und dann ist er immer ausfallender geworden. Und ich sage, ja, hallo, so muss man nicht reden mit jemandem. Ja, das ist doch keine Umgangsform. Das ist ein Blödsinn, was wir da machen. Ich soll sofort abhauen. Dann sage ich, ja, hallo, bitte ein bisschen mäßig im Ton. Dann ist er natürlich aufgestanden und ist zu mir herübergekommen. Da könnte man jetzt, also generell in meinen Kursen empfehlen, Distanz zu halten, die Lage abzuchecken. Ich habe, glaube ich, mehr Kapazitäten, um mich zu verteidigen, wenn es zum Handgemenge kommt. Also war es jetzt für mich nicht so relevant. Aber es war doch schon die erste Einschätzung interessant, wenn man diesen Herrn sieht. Also in manchen psychotherapeutischen Schulen würde man ihn jetzt zum Beispiel als Choleriker bezeichnen. Auch von seiner Statur her, wie er ausgeschaut hat. Ich meine, da kann man jetzt nicht immer was draufgeben, also das kann ein Indiz sein. Eher einen leicht vorgewölbten Bauch, nach vorn geschoben. Arme nach außen gedreht, Füße nach außen gedreht, ja, so ein bisschen im Charlie Chaplin-Gang auf mich zugekommen mit geschwollener Brust. Man hat auch an der Art, wie er seine Stimme benutzt, gehört, dass er eigentlich eher so, ich würde sagen, wahrscheinlich eher ein aufbrausender Typ war, der es gewohnt ist, wenn er seine Stimme erhebt, dass man ihm auch Recht gibt. Er ist dann zu mir herübergewatschelt und hat dann weiter mit beschimpft und hat gesagt, na, was das halt soll, und haben versucht, ihn da ein bisschen zu beruhigen. Und das Nächste, was sie gemacht haben, war, da ich gesehen habe, dass unmittelbar Gefahr von ihm ausgeht, ich habe mich leicht seitlich von ihm gestellt. Also ich habe ihn nicht konfrontiert mit meiner Körperposition, sondern ich bin so ungefähr 45 Grad weggestanden. Das hat ihm Raum gegeben und mir auch Raum gegeben und hat das Ganze schon merklich entschärft. Dann hat er sich halt aufgeregt, was mir erdient und dass man in so einem Alter, wie ich bin, noch so blöd sein kann. Und dann habe ich gesagt, er soll sich bitte ein bisschen im Ton messen und ich erkläre ihm das gern. Ja, dann hat er zuerst ein bisschen so Hunger und hat dann mit der Hand so ein bisschen und ist mir so näher gekommen und hat mich angegriffen, aber es war eher so ein Beschwichtigendes und das habe ich dann eigentlich erwidert, ich habe ihn sozusagen gespiegelt, habe ihn auch ganz sanft angegriffen an der Schulter und gesagt, na, lass mich es dir erklären. Er hat dann ein bisschen weiter herumgemault, aber ich habe ihn dann mehr besänftigen können, indem ich einfach ihn sanft an der Schulter angegriffen habe und habe gesagt, na, lass mich es doch erklären. Und er sagt, ja, geh hoch, dreht so. Und dann habe ich den Halo-Effekt genutzt. Man denkt, gut, so wie der ausschaut, lässt er sich vielleicht beeindrucken von diesem Halo-Effekt. Also das ist etwas, man schließt von äußerer Erscheinung zum Beispiel auf Attribute, die ein Mensch hat, die er vielleicht gar nicht hat. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand einen weißen Kittel anhat, der ausschaut wie ein Arzt, nachher nimmt man an, dass der wahrscheinlich auch intelligent ist und höflich und alle möglichen anderen Sachen noch. Man spielt die Karte aus und sagt, na schau, ich bin Sportwissenschaftler und ich unterrichte es. Und ich mache das schon seit 10 Jahren, also auch meine Expertise in Vordergrund gestellt. Und ich versuche den Kindern eben genau das beizubringen, dass sie eben nichts kaputt machen. Das sollen sie eben lernen, auch beim Training. Und das sage ich ihnen immer. Und die Kinder, die mit mir trainieren da, die machen sicher nichts kaputt. Früher ist dann der Einwand gekommen, er ist Soldat gewesen. Oder ja, mir als alten Soldaten. Kannst nichts erzählen, ich weiß ja, wie das ist. Und dann meinte, okay, ja, Soldat, Bewegung, spiele die nächste Karte aus. Und dann sage ich, ja, aber es ist doch besser, wenn die Kinder
nicht vorm Computer sitzen, sondern wenn sie rausgehen und entdecken, dass es auch, wir waren da im so leicht städtischen Gebiet, dass sie auch da etwas finden, wo sie sich bewegen können und Freude an der Bewegung haben können. Haben also diese Karte ausgespielt, die auch recht gut gewirkt hat, wo man gemerkt hat, okay, jetzt fangen wir an nachdenken. Was war dann noch? Dann hat er eben dann, da kann man ja woanders hingehen, kennst du ja einen Militärparcours? Dann sag ich, ja super, wenn du uns das abcheckst, dass wir da rein können, bin ich total froh. Na, das geht leider nicht, wegen Versicherung und so. Ja, habe ich noch ein bisschen erklärt, wie wir das halt machen und dass ich eben fest darauf schaue, dass die Kinder, die mit mir das mitmachen, auch die Natur und auch die Umwelt und auch die Gegenstände respektieren. Und er ist dann immer mehr runtergekommen und der Gesichtsausdruck ist immer sanfter geworden von ihm und auch die Stimme ist immer leiser geworden. Und so nach ein paar Minuten Konversation ist dann eigentlich so geändert, dass er sagt, ich merke, du bist ein vernünftiger Mensch, der kann man eh reden, ich glaube, das ist jetzt eh, passt eh, ist eh alles gut. Und ist dann weggegangen. Für mich auch schön, weil die ganzen Kinder, mit denen ich im Weg war, 15, die haben auch gesehen, dass man Konflikte anders lösen kann. Man hätte auch umgehen können, mich aufbauen können von ihm und sagen, hey Alter, was willst du? Ja, ich blase dich weg. War auch gegangen, sinnlos. Ja. Ich hätte einfach weggehen können oder weglaufen können mit den anderen, was ich auch nicht sinnvoll finde, weil wir haben nichts Unrechts getan und wir haben das ja, wir wollten ja trainieren und man hat es auch rechtfertigen können. Also habe ich auch schön gefunden, dass ich das weitergeben kann, vielleicht, dass man Konflikte auch ruhig durchstehen kann, aber dabei höflich bleiben kann und im Endeffekt dann doch zum Konsens kommen. Solche und ähnliche Sachen unterrichte ich eben auch in meinem Kampfkunst, Selbstverteidigungstraining und das ist ganz ein wichtiger Part, das ganze Kommunikation, weil wenn man das gut macht, dann muss gar nicht zum Handgemenge kommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Anregung gegeben. Bis zum nächsten Mal.